Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Heute ist der 1. April. Das ist ein Montag, sogar ein Ostermontag. Und umso mehr freue ich mich, dass ich Sie hier begrüßen darf. Ich bin sicher, dass wir auch heute wieder einiges zu sagen haben, uns auszutauschen haben. Einmal, wie kann ich noch besser Agile Care dazu nutzen, meine Lebensqualität zu verbessern? Und andererseits können wir Ihre Fragen hoffentlich vollkommen befriedigend beantworten. Zu Beginn will ich mich gleich bei meiner Frau Renate und Tochter Claudia bedanken, die mir im Hintergrund assistieren und mir helfen, ihre Fragen aufzunehmen, die sie bitte im Chat eingeben. Und zunächst habe ich erst einmal die Frage, ob ich gut zu hören bin. Ach, ich lese schon. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Mitteilung. Und dann kann ich also beginnen. Aber mit dem Beginn werde ich Ihnen gleich die Files zum Herunterladen, die PDF-Files, als Möglichkeit geben, sich das, was ich vorbereitet habe, herunterzuladen, was ich vorbereitet habe, als Folien, als PDF-Folien. Jetzt sollte es klappen. Ab jetzt können Sie die herunterladen. Viele tun das, denn es ist so eine kleine Dokumentation, wo man nachschlagen muss für den Fall der Fälle. Wurde denn empfohlen und was hat gute Ergebnisse gebracht? Da kann man das dann nachlesen. So, und dann starte ich die Präsentation. Hier sehen Sie noch einmal, übrigens unten, das bin ich, unten links, hier sehen Sie noch einmal, um welches Datum es sich handelt. Das macht sich immer ganz gut, wenn Sie ja dann die Aufzeichnung schauen, beziehungsweise seit einiger Zeit bieten wir ja auch die Präsentation der Workshops, ohne dass sie zeitlich dann begrenzt gelöscht werden, beziehungsweise ohne dass sie zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen, bieten wir das ja auch an auf unserer Seite ulrich-mdc.de. Dort können Sie das unter der Rubrik Workshop-Präsentation sehen. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, ich möchte heute mal ganz kurz und relativ allgemein auf die Frage eingehen, welche Ziele haben wir eigentlich mit Agile Care oder welches Ziel? Und das habe ich gleich formuliert hier auf dieser ersten Folie. Ziel mit Agile Care umzugehen ist es, unsere Lebensqualität zu verbessern. Das bedeutet, wenn man das mal im Zusammenhang mit Gesundheit und Erkrankungen sieht, dass wir nicht zu den vielen Menschen gehören möchten, die am Ende ihres Lebens in den letzten Jahren quasi dahin siechen. Das betrifft übrigens 99% der Menschen in den sogenannten industrialisierten Ländern und nur 1% verstirbt dann am Ende des Lebens ohne Qualen und ohne Dahinsiechen. Bei den wild lebenden Tieren ist es genau umgekehrt. Dort sind es 99% der Tiere, die in der Wildnis leben, die sozusagen bis an ihr Lebensende gut und ohne Qualen und ohne Siechtum dahin leben und nur 1% quält sich zu Ende des Lebens. Und ich möchte Ihnen hier ja das nicht nur so darstellen. Ich finde, das ist ja eine recht negative Bilanz, die wir haben. Und ich möchte Ihnen das nicht nur so negativ darstellen, sondern ich möchte Ihnen einen Ausblick daraus zeigen. Und ich beginne mit einer emotionalen Variante. Und zwar möchte ich Ihnen gern ein Video vorstellen. Einige von Ihnen werden dieses Video schon kennen. Da haben wir, das Video ist sozusagen zweigeteilt. Auf der linken Seite sehen wir Vitalis Erleben der letzten Jahre und rechts sehen wir Siechtum über die letzten Jahre. Und ich zeige Ihnen das sehr gern, um Sie emotional mit abzuholen, dass Sie auch wie ich Wege gehen, um eben auf der linken Seite den Platz zu finden in dem Video und nicht auf der rechten Seite. Ich starte das Video. Thank you.
your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Ja, meine Damen und Herren, ich meine, das ist sehr, sehr beeindruckend, dieses Video. Vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir. Und weil das so ist, ich möchte Sie nicht quälen, aber ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, sich das noch einmal anzuschauen, um sich genau zu motivieren, wie, welche Wege Sie gehen. Denn in dem letzten Bild lesen Sie es, wir haben es weitestgehend selbst in der Hand. Ich erlaube mir, das Video jetzt noch einmal zu starten. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Frage, möchten wir zu der einen oder anderen Seite gehören? Ich denke, es ist klar, dass wir zur linken Seite gehören möchten. Und es ist erfreulich, dass wir es weitestgehend in der Hand haben durch Dinge, die wir tun. Wir müssten uns eigentlich nur entscheiden, an diese Dinge zu denken, diese Dinge durchzuführen, diese Dinge zu nutzen. Und ein großer Bereich davon aus meiner Sicht, weil es sehr, sehr universell angelegt ist, wäre effektives Arbeiten mit Agile Care. Dazu sind wir da, Sie dafür zu beraten. Und ich möchte jetzt weiterhin das Thema Agile Care hier fortführen. Ja, wir haben also das Video gesehen. Ich hoffe, Sie fanden es nicht als Belästigung. Mich beeindruckt es immer wieder emotional sehr. Die Verbesserung der Lebensqualität mit Agile Care, wie erreichen wir das? Ich will hier nicht ganz genau nochmal, das wissen Sie längst, die meisten zumindest wissen es längst, wie das passiert. Bloß es ist manchmal ganz gut, auch generell das sich noch einmal vor Augen zu führen. Durch eine originelle Beseitigung, nämlich mittels Agile Care, der störenden Mikroorganismen auf Zellenebene, gelingt es uns, die Symbiose zwischen störenden Mikroorganismen und Erkrankung aufzubrechen. Das ist also unser gezieltes Vorgehen. Wir müssen also originell vorgehen. Originell, das ist schon Agile Care, denn dort tun wir nichts an Nebenwirkungen, wenn wir uns in die Gebrauchsanweisung halten, haben keine Nebenwirkungen zu erwarten, keine Gefahren zu erwarten und sind in der Lage, mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger effektiv die störenden Mikroorganismen zu eliminieren, und damit bricht die Symbiose zwischen diesen Mikroorganismen und der Erkrankung auf, und es können unbelastete Zellverbände neu entstehen als Ersatz für die alten Belasteten, und das bedeutet bessere Lebensqualität. Das ist im kurzen Abriss das, was wir mit Agile Care Sensationelles
und Wirkungsvolles zur Verfügung haben. Nun möchte ich Ihnen insgesamt, ich denke, das sind drei Beispiele, möchte ich Ihnen zeigen, was sich in der letzten Zeit bei uns zugetragen im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir uns hier auf die Rückmeldung von Anwendern stützen. Das erste Beispiel ist ein 50-jähriger Anwender, der leidet unter Schwindel. Schwindel kann ja natürlich eine ganze Menge von Ursachen haben und auch eine unterschiedliche Zusammenstellung von störenden Mikroorganismen. Und da kann man sich also nur aufgrund einerseits Erfahrung auf unserer Seite, andererseits Wahrscheinlichkeitsrechnung, woran wird es denn in dem speziellen Fall hapern, sagen. Und hier ist es uns relativ gut gelungen, beziehungsweise dem Anwender sehr gut gelungen, indem er die folgenden 5 Anwendungen gemacht hat, nämlich C1052, ich wiederhole den Quellcode-Index, C1052, Reparatur der Myelinscheide bei Multipler Sklerose. Sie wissen, das muss nicht unbedingt was mit Multipler Sklerose zu tun haben, müssen sowieso niemals an die Diagnosen halten, sondern an das, was wir erwarten, wenn wir eine Myelinscheide, wenn die Myelinscheide beschädigt ist durch Mikroorganismen, denn es auf Zellenebene passiert das garantiert durch Mikroorganismen, dann können wir darauf spekulieren. Und ich denke, beim Schwindel ist es entsprechend der Myelinscheide der Nervenzellen übrigens, ist das dort der Fall, dass wir helfen können mit C1052. Der Anwender ist übrigens selbst darauf gekommen. Dann hat der Anwender noch, ausgehend von einigen Bemerkungen, die ich vor Wochen gemacht habe, gesagt, dass wir eigentlich immer eine Schädigung der Mitochondrien haben. Denn es fehlt ja Sauerstoff, wenn Sie sich erinnern. Und das ist die Ursache, warum die Zellen, der Zellverband bei einer Erkrankung sich umstellen muss, einen anderen Stoffwechsel erzeugen muss. Und dieser Stoffwechsel bringt es dann dazu, als Ergebnis diese störenden Mikroorganismen nicht zu haben. Aber es ist wahrscheinlich die einzige Chance für die Zelle zu überleben. Deshalb läuft es in der Natur so ab. Also haben wir es immer, wahrscheinlich immer, damit zu tun, dass wir die Mikroorganismen eliminieren müssen, die die Mitochondrien gestört haben. Und das sind die drei Anwendungen, WEI63, dann WEI64 und WEI65. Bei allen geht es um die Reparatur und die Stärkung der Mitochondrien. Ich wiederhole die drei Quellcode-Indizes, WEI63, WEI64 und WEI65 sind die angewendet worden. Und letzten Endes auch die Anwendung A335. Ich wiederhole den Quellcode-Index, A335, vegetative Dystonie. Denn es hat immer auch was mit dem vegetativen Nervensystem zu tun. Ob das nun wirklich eine Dystonie ist, ist die große Frage. Aber unsere Erfahrungen zeigen, dass es sehr, sehr oft angebracht ist, die Anwendung A335 durchzuführen. Und siehe da, der Anwender hatte sich wirklich lange Zeit mit Schwindel gequält. Der Auslöser, die Ursache wissen wir alle nicht. Nach 5 Tagen schrieb er uns, ist alles weg. Das alles durchgeführt. Ich nehme an, der Anwender hat das ohne Pause nacheinander jeden Tag durchgeführt. Ohne Pause, das geht ja gut mit unserer Softwareoption Automation. Ich gratuliere noch im Nachhinein dem Anwender und freue mich mit ihm über den Erfolg. Beispiel 2. Ein 47-jähriger Anwender leidet unter Durchfällen und hat gleichzeitig gemeldet, dass er auch ganz große Probleme hat mit dem Zahnfleisch. Nun könnte man sofort sagen, es hat nichts miteinander zu tun, aber es hat doch was miteinander zu tun, das ist ein derselbe Mensch. Also, die drei folgenden Anwendungen, die ich gleich nenne, waren erfolgreich. Es hat also was miteinander zu tun. Die erste Anwendung, die durchgeführt wurde, A61, ich wiederhole den Quellcode-Index, A61, die Anwendung heißt Durchfall. Die zweite Anwendung, die er durchgeführt hat, ist A235, ich wiederhole A235, Parodontitis und letztendlich wenn es ein Problem mit dem Zahnfleisch war, ist es klar, dass man nicht nur Parodontitis, sondern eben auch Parodontose macht. Und wir brauchen ja keinen direkten Bezug zu den Diagnosen, die wirklich vorliegen. Und deshalb noch drittens die C1152, ich wiederhole den Quellencode-Index, C1152, Parodontose. Der Anwender schrieb uns, alles wunderbar, Durchfall war
am nächsten Tag weg und die anderen Probleme mit den Zehen schon nach 4 Tagen alles weg. Das ist natürlich für mich sehr, sehr verwunderlich und erfreulich. Natürlich andererseits erfreulich. Ich freue mich mit dem Anwender, gratuliere ihm auch im Nachhinein nochmals dazu. Ich freue mich sehr über diesen Erfolg. Denn unsere Erfahrung mit Parodontitis und Parodontose, dass man so ungefähr 3 Wochen damit bei täglicher Anwendung zu tun hat. Aber hier hat offensichtlich der Anwender alles richtig gemacht. Dazu gehören, was ist alles richtig? Dazu gehört, die Randbedingungen zu optimieren vor, während und nach den Anwendungen und das eben auch diszipliniert, ich würde sagen täglich, ist es meine Meinung, durchzuführen. So hat es getan. Bei all diesen beiden Beispielen ist das, was ich hier darstelle, kein wissenschaftlicher Nachweis, dass es sich um einen kausalen Zusammenhang zwischen den Anwendungen und Aquaclair und der Beseitigung dieser Dinge handelt. Es ist kein kausaler Zusammenhang, der kann nicht nachgewiesen werden. Ich will gleich sagen, wir können den nicht nachweisen, wir wollen den auch nicht nachweisen. Die Mittel, die dazu durchgeführt werden, sind uns zuwider, sage ich mal ganz offen. Jemanden anders ein Placebo zu vermitteln oder das nicht durchzuführen und zu schauen, wie der damit zurechtkommt, ihm das sozusagen vorzuenthalten, das halte ich für nicht richtig. Besonders bei einer Methode, die keine negativen Nebenwirkungen oder Gefahren für den Anwender mit sich bringt. Drittes Beispiel. Das ist eine etwas länger dauernde Geschichte, aber umso erfreulicher. Eine Anwenderin, sie ist 87 Jahre alt, hat einen Tumor im Kieferknochen. Es ist diagnostiziert worden, ein Plattenepithelkarzinom. Das ist ungefähr vor 2 Jahren passiert, diese Diagnose. Und sie hat sich an uns gewandt. Sie hat schon vorher viele andere Anwendungen, auch gegen andere Malesken, durchgeführt und erfolgreich, muss man sagen. Und da gab es die Empfehlung, erst einmal Aquaclair sowohl mit den Elektroden als auch mit mit markiertem Wasser durchzuführen. So. Und die Anwenderin hat auch einen Wasservitalisierer. Das ist sozusagen eine Methode mit so einer Antenne. Einige von Ihnen werden die kennen. Eine Methode mit einer Antenne, die auf George Larkowski zurückgeht. Die hat sie auch täglich angewendet. Wasservitalisierer heißt das, weil man dort nicht nur mit der Antenne gegenüber dem menschlichen Gewebe arbeitet, sondern weil man auch dabei mit über die Antenne Wasser vitalisiert. Ja, und letzten Endes, und vielleicht ist das der wichtigste Punkt, den ich jetzt zuletzt nenne, ärztlich wurde die Immuntherapie verordnet und durchgeführt. Und vor 4 Tagen war das so, also ungefähr ein Ablauf von 2 Jahren, vor 4 Tagen war das so, dass die Anwenderin uns zu unserer Freude und zu ihrer Freude berichtet, sie hatte einen guten Nachtschlaf erreicht und ärztlich wurde kein Tumor mehr nachgewiesen und sie hätte überhaupt, sehen Sie mal nochmal hin, wir reden über eine 87-Jährige, sie hätte kein Wehwehchen von morgens, wenn sie aufsteht und hat überhaupt keine Probleme, keine Schmerzen, nichts. So, was hat sie mit Aquaclair gemacht, was uns ja hier interessiert? Mit Aquaclair hat sie durchgeführt die C220. Ich wiederhole den Quellencode-Index, C220. Und da geht es gegen das Dr. Rife gefundene und von ihm so definierte BX-Virus. Das ist ein Karzinom-Virus. Und sie hat die Anwendung WEI62, ich wiederhole den Quellencode-Index, WEI62 durchgeführt. Und das heißt Papillom-Plattenepithel-Karzinom. Sie hat mit 4 Elektroden gearbeitet, denn sie hat ihr Gerät erweitert mit dem Erweiterungskit, hat mit Handelektroden und gleichzeitig Haftelektroden gearbeitet. Und sie hat nicht nur mit Elektroden gearbeitet, sondern auch noch mit Aquaclair Wasser markiert, wie ich es vorhin schon sagte. Also für uns ein ganz, ganz großes, ganz, ganz große Freude. Wir gratulieren der Anwenderin von hier aus noch einmal und wünschen weiterhin alles Gute. Auch hier, dieser Fall, ganz überzeugend vom Ergebnis, aber kein Nachweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen dem, was man gemacht hat und dem, was dann erfreulicherweise eingetreten ist. Aber wir freuen uns darüber und sind sehr, sehr glücklich. Und ich hoffe, das ist die Anwenderin auch.
Ja, und wenn Sie auch gute Erlebnisse haben oder wenn Sie auch das auch mitnimmt, was Sie heute hier gesehen haben, zum Beispiel über das Video, und Sie der Meinung sind, Sie möchten auch anderen das ermöglichen, mit Aglicare bessere Lebensqualität zu erzielen, dann danken wir Ihnen das, wenn die andere Person, der Sie die Empfehlung geben, wenn die andere Person bei uns in unserem Shop ein Gerät Aglicare kauft. Wir bedanken uns bei Ihnen dafür und das tun wir auch, indem wir Ihnen dann 150 Euro überweisen. Die Abläufe, wie das geschehen soll, haben wir hier in erstens, zweitens, drittens dargestellt. Ich denke, die meisten kennen das. Wer das noch einmal nachlesen will, kann das dann in seinen heruntergeladenen PDF-Files tun. Ja, und noch einen Nachschlag. Das letzte Mal hatte ich ja in meiner Folie vom dritten Vogtländischen Kongress in Greiz gesprochen. Vogtländischen Kongress für integrative naturgemäße Medizin. Ich habe die Zahl geändert, denn richtigerweise ist es der fünfte Kongress gewesen. Und ich hatte Ihnen gesagt, dass wir ganz stolz dort unsere Vorträge gehalten haben. Meinen Vortrag hatten Sie schon vorige Woche im Internet finden können. Und Claudias Vortrag, der ganz eng an Aglicare gebunden ist, eng beim Thema Aglicare bleibt und das Thema lautete verbesserte Lebensqualität durch gezielte Eliminierung störender Mikroorganismen. Und das geschieht mit Aglicare. Dieser Vortrag ist jetzt auch auf unserer Seite ulrich-mdc.de als Blogbeitrag. Sie können das also dort nachhören, nachsehen und ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht sogar eine Rückmeldung geben, wie Sie Claudias Vortrag finden. Ja, Kommunikation mit uns. Ich denke, das ist der wesentliche Grund, warum wir mit unserer Effektivität für Menschen, die Lebensqualität verbessern wollen, bei Aglicare viel, viel besser liegen als vielleicht andere Systeme oder andere Techniken oder vielleicht auch andere Firmen. Und Sie sehen die vielen Kommunikationswege hier dargestellt. Sie können so sich an uns wenden darüber. Und Sie können das so nutzen, wie es hier dargestellt ist. Und dort, wo Sie einen Link, das heißt unterstrichen, das Ganze sehen, da können Sie das auch aus Ihrem PDF heraus als Link benutzen. Und ich habe mir noch erlaubt, hier darunter, und das letzte Mal haben Sie das auch schon lesen können, den Zugang auch zum Aglismart, zur Wissensbasis zu bringen. Da geht es dann über Aglicare hinaus. Was kann ich tun, um in Richtung Leben ohne Krankheit aufzubrechen? Auch hier die dargestellten Links sind nutzbar aus Ihrem PDF heraus. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bis jetzt, denn ich bin mit meinem Vortrag am Ende und würde mich freuen, wenn ich jetzt Ihre Fragen beantworten kann.